dass es nun endlich soweit ist und wir das Lichtfest in ungefähr einer Stunde, also 19 Uhr, feierlich eröffnen. Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, liebe Gäste unserer Stadt, ganz, ganz herzlichen Dank, dass so viele hier zusammengekommen sind. Sie sind großartig. Danke. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, mich heute zu bedanken bei allen, die damals bei dieser Demonstration dabei waren und gekämpft haben. Mich bewegendste Zeit meines Lebens und alles, was ich für Leipzig jetzt tun kann, werde ich tun. Ich fordere Sie auf, das Gleiche zu tun. Die Stadt ist es wert. Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, ich möchte ganz einfach Danke sagen für das, was Sie für 20 Jahre hier friedlich erreicht haben. Ihre Botschaft war eine wunderbare. Wir sind das Volk, das heißt, wir wollen Freiheit, keine Gewalt, das heißt, wir wollen den Nächsten achten. Das nächste Volk, den Nächsten unter uns, das ist eine Friedensbotschaft, die immer mündet in der Freiheitsbotschaft. Ohne Freiheit nicht wirklicher Frieden. Und ich wünsche mir heute, dass von dieser Stelle überall in der Welt gehört wird. Freiheit, keine Gewalt, das Volk soll entscheiden. Das ist die Botschaft aus Leipzig und das wird Leipzig zu einer wunderbaren Stadt, auch im Bewusstsein anderer Völker machen. Leipzig hat es verdient und der 9. Oktober ist eines der wunderbarsten Daten in unserer deutschen Freiheitsgeschichte. Danke, Leipzig! Abstellen und dann miteinander auf die ersten Illuminierungen und die ersten Zeichen warten. Und ich habe noch einen letzten Wunsch. Bitte erzählen Sie diese Geschichte unseren Kindern und Jugendlichen. Erzählen Sie davon, damit aus der Erinnerung die Kraft und Hoffnung wird, weiter diese Welt zu verändern. Danke. Freunde oder Kinder. Einfach rechts oder Thank you.